Jetzt. Hurra, hurra, Hannover ist da. So geht das hier. Ich habe den besten Rhythmus, arbeite 6 Monate, den 6 Monate frei. Geil, ja. So. Drück mir die Daumen, ihr Lieben. Jawohl. Was haben wir jetzt? Abschluss oder was? Gut. Drück mir jetzt die Daumen. Morgen gibt's wieder Dings, ne? Yu-Gi-Oh, ne? Auf jeden Fall, ne? Morgen übermorgen, ne? Wollen wir Yu-Gi-Oh wieder spielen? Ganz wichtig. Schade. Ach ja, warte mal, ich habe vergessen, ne? Ich habe irgendwas vergessen, ne? Ey, nicht. Ah, die spielen sogar mit 2 Spielern, Stürmern. Ich mach kurz mal Stopp hier, Alter. Die spielen sogar mit 2 Stürmern. Auf geht's, genau hier habe ich auch so eine. Jawohl. Abseits. Für das Derby habe ich auch gleich passende Dings Sound Alerts auf jeden Fall. Warte mal, wie spielen die eigentlich jetzt? Okay. So spielen sie. Gleich mal Sim kann er mal aus dem Spiel nehmen, ne? Versuchen mal. Okay, das macht er schon gut, sehr schön. So. Somit wären wir natürlich wieder auf dem 2. Platz halt, ne? Wenn wir diesen 1 Punkt haben, 60 Punkte. Alter, Paderborn lauert sowas von hinter mir, Alter. Obwohl ich auch gegen die 1-0 gewonnen habe zu Hause. Aber Pauli ist so abgekackt, Alter. Pauli, ne, war so lange, auch mehrere Wochen hintereinander auf dem 1. Platz. Die haben sich mal gewechselt mit Hamburg, Pauli und so, ne? Und irgendwann haben die so eine Brick haben sie bekommen, also so einen Bruch.
abgekackt. Jetzt sind sie irgendwie, weißt du, wo sind die jetzt? Siebten Platz. Das Stadion ist ausverkauft, ja. Ja? Wie kann man den nicht reinmachen? Ich verstehe das nicht. Den musst du reinmachen, Junge. Ey, hundertprozentiger, Alter. Macht der nicht rein, ja? Junge, Junge, Junge. Da mal keine Weitschüsse. Oh Mann, ey. Das wär's doch gewesen, Niggi. Warte, was sagt die Statistik aus? Nur 71% Ballbesitz noch für mich. In den ersten 6 Minuten. Aber das muss ja nichts heißen, ne? Ballbesitz, ne? Damals, vor 10 Jahren war ich der Meinung, ne? Vor 10 Jahren, Alter. Wer den meisten Ballbesitz hat, wird auch das Spiel gewinnen, sowas halt, so, ne? Ja. Pustekuchen. Falls du 80% Ballbesitz haben, kommt der Gegner einmal nach vorne durch den Konter, dann ist das Ding drin halt, ne? Hab ja auch schon Spiele gehabt, wo ich hier 70% Ballbesitz hatte, habe ich trotzdem verloren. So als Beispiel, ne? So mal besser. Konzentration auf dem höchsten Niveau bitte hier. Das ist natürlich richtig scheiße jetzt gerade. Boah, Glanzparade Zieler. Oh, Junge, Junge, Junge. Alter, Glanzparade Zieler, Digga. Auch so ein hundertprozentiger, ne? Ah, den muss er doch reinmachen, Digga. Den muss er reinmachen. Nochmal Glück gehabt. Ja, pfuh. Der hat mir schon ein paar Mal so den Allerwertesten auf jeden Fall gerettet, ja. Er ist ein guter Keeper, ja. Keine Frage, so, ne? Vielleicht mal zu Bayern holen, Digga, so als Backup, so, weißt du? Hinter nur Manuel Neuer. Vielleicht holst du ihn mal so. Zieler. Kann locker noch mit 40 gut auf dem höchsten Niveau, auf dem hohen Niveau noch spielen, Digga. So, jetzt geht's wieder weiter. Neuer ist, ach nee, nee, Neuer ist weg. Wo ist der denn jetzt? Ey, wo ist der denn hin jetzt gegangen? Sag ich jetzt nicht Dortmund oder so. Neuer ist weg, Alter. Heftig, ja. Vogelsteiniger. Nee, ist er ja nicht. Er ist ja kein Eigengewächs. Er kommt ja aus Stings, Gelsenkirchen. Heftig. Nach Saudi-Arabien? Ach, hör doch auf, Mann, erzähl doch keinen. Ehrlich jetzt? Also das Geld spielt auch so, Dings, okay, das Geld spielt auch jetzt im Manager eine wichtige Rolle, oder was? Handgeldmäßig so? Gut zu wissen, Digga. Also nicht so jetzt im Real, sondern auch so im Spiel ist es auch so. Heftig. Zu Cristiano Ronaldo, ja. Die spielen zusammen. Oh, Kimmich auch in Saudi-Arabien.
Junge, Junge, Junge. Sag jetzt Dings auch, Müller ist noch da im Verein. Das Eigengewächs. Thomas Müller. Müller ist da, sehr schön. Immerhin er noch. Ah, gefährlich, ne, was wir hier machen hier. Weg, 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 weg. Nielsen, sauber, sauber, Junge. Eieiei. Boah, die lauern, ne? Die Kieler lauern, Alter. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Was, Junge, wo bist du, Junge? Lars Gindorf. Magdeburg 1-0. Braunschweig verliert gerade gegen Magdeburg mit 0-1. Thomas gegen Kiel, Junge. Das ist das Aufstiegsspiel. Ackern, Junge, ackern. Pause oder was? Habt ihr jetzt gerade Pause? Ich acker auch hier Dinge auf. Ich acker auch so auf meine Art und Weise hier. Schöne Grüße an die Kollegen, ja? Ex-Kollegen. Ja, Mann. Wie läuft die Arbeit? Alles gut? Alles bestens? Ja, gut. Oh Gott, ey, ich spaziert einfach mit dem Ball raus, ey. Ja, das liebe ich ja im Benninger, ne? Hier im Fußballspiel, Alter. Dass die Spieler einfach so einfach mal ohne Grund einfach mit dem Ball mal rausspazieren. Ja, oh, dieser Sim-Kanal, Alter, ist wieder so alleine da oben, sehe ich gerade. Machino. Auch hier. Das müssen sie auf jeden Fall mal abschaffen, Digga, im nächsten Spiel. Also ich sag mal so, keine Spieler so weit und breit irgendwie so neben ihnen steht, Alter, weißt du? Die laufen einfach geradeaus Richtung aus einfach mit dem Ball. Anstatt sich mal so ein bisschen so mal clever zu verhalten, irgendwie sowas, weißt du? Schiri. Oh Gott. Ich sage Schiri, Siri geht an. Geil, einfach geil! Ey. Was hast du mir geschickt jetzt gerade? Drei Duschen gibt's da? Ja, auch schon billig, Dings aufgebaut, ne? So richtig billig, Alter, ne? Das hätte ich, oder? Marcel, Dings, Thomas? Wo ist die Sauna, Digga? Sauna. Und 1000 Waschbecken. Aber nur drei Duschen. Für 500 Leute. Verstehe nicht, Alter. Normalerweise gibt es doch ein Gesetz eigentlich dafür, ne? Wenn du dann so eine bestimmte Anzahl von Dings und Mitarbeitern hast bei dem Unternehmen, musst du auch schon Dings, glaube ich, so auch dementsprechend auch so viele Dings. Jetzt nicht so viele Duschen haben jetzt, aber so eine gewisse Anzahl so an Duschen auch haben, so, ne?
Ja, ich gebe Punkte aus, höre Sounds. Wahrscheinlich echt, weil du echt viele Punkte hast, deswegen. Weil du schon echt viele Punkte hast, wahrscheinlich deswegen. Wie viele Punkte hast du denn, wenn ich fragen darf, Joker? Wir sind unter Eier und vielleicht, wenn du die Seite aktualisierst. Wahrscheinlich denn deswegen. Ja, gut gemacht von Köhn. Ja, sehr schön. Ach, wohin, Junge? Wohin mit dem Ball? Zieh doch einfach ab, Alter. Becker. Ja. Aber es ist ja gut, dass sein Manager wieder läuft, ne? Richtig gut. Haben wir es endlich mit ihm hinbekommen. Ja, die pressen auch spielen, ne? Ganz schön. Ah, okay, jetzt. Oh. Nein. Holpi spielt gar nicht mit hier, sehe ich gerade. Bei Kiel. Kimmich zu Al-Ahli und Neuer zu Al-Nassi. Allerdings, also bei diesem Al-Nassi hier spielt auch Ronaldo auch. Cristiano Ronaldo. Und Dings. Ui! Was war das für ein Schuss eben gerade von dem Kieler? Und Dings, Sadio Mané, glaube ich, ne? Spielt auch, glaube ich, bei Dings Al-Nassr. Eieiei, brandgefährlich eben gerade von den Kielern. Lauf jetzt, Resoldi. Was ist dein Ding, Digga? Guck mal jetzt. Was macht er jetzt? Lauf durch, lauf. Ja, warum läufst du nicht durch, Junge? Das meine ich damit weiter. Die Spieler stellen sich einfach nicht clever genug an. Vor ihm ist keiner. Er kann einfach geradeaus runterlaufen, ne? Zum gegnerischen Tor. Was macht der? Er dreht um, Alter. Spielt nach dem Pass nach hinten. Sowas liebe ich ja, Alter. Ich hoffe, das ändern sie. So, zumindest einigermaßen mal so 25. Ronaldo hat Karriere beendet und ist arbeitsloser Trainer. Ah, der hatte genug Asche, ne? Der hat Asche. Es gab mal so eine Zeit, Digga. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du den Fußballmanager von EA? Gibt's ja nicht mehr. Gibt's schon, aber das Spiel wird jetzt irgendwie durch Dings so Hobbywerker halt am Spiel, am Leben gehalten, weißt du? Mit Mods und sowas halt, ne? Kennst du den Fußballmanager von EA? Und da war ja mal so eine Fußball, so ein Editor mit dabei. Und ich habe mir immer alle Spieler, die älter waren als 30 Jahre, ne? Die habe ich alle jünger gemacht. 25, 24, so alle jünger gemacht. Oh, da wieder gefährlich. Damit ich halt mehr von den Spielern habe, sollte, ne? Ein Ronaldo war plötzlich mal bei mir so 25, 24, irgend sowas halt, ne? So halt. Oder ein Messi zum Beispiel. Sonst waren sie nach einer Saison schon wieder weg halt, ne? Karriereende, dies und das halt. So, jetzt müssen wir irgendwas machen, Alter. Jetzt müssen wir ein bisschen was machen. Hohe Flanken machen wir nicht. Flache Flanken machen wir. Bisschen breiter stellen.
Gelb. Commander. Ja, kein Problem, am besten. Alles gut, ja. Alles gut, habe ich gern gemacht. Das war so, nee, ich einfach mal so geguckt, einfach so, ne? Dein Problem mal so, einfach so eingegeben, mal Google. Speicherstand lädt nicht, Fragezeichen, was weiß ich, oder Ausrufezeichen, je nachdem. Dann habe ich sofort auf das erste geklickt. Für das nächste Mal weiß ja Bescheid, ne? Was da machen muss dann. Was hast du überhaupt gemacht? Wie hat das denn funktioniert? Was hast du da eingestellt? Würde mich mal interessieren. Für mich so vielleicht mal, wenn ich auch mal das Problem haben sollte, und damit ich direkt weiß dann, was zu tun ist, weißt du? Das meine ich damit. Ah, Nielsen, wichtig halt, dass er am Ball geblieben ist. Array. Boah, guter Schuss, Alter, von Array. Guter Schuss. Jetzt baller ihn. Ah, schade. Ah, jetzt ist scheiße. Oh, gut, aber zurückgeholt, Alter, den Ball. Damals sehr wichtig, Alter. Ey, wir müssen mal gleich mal nach dem Spiel mal gucken, dass wir die Spieler, die jetzt ausgeliehen sind, jetzt zu mir, ne, in die Mannschaft, dass wir die irgendwie so nochmal ausleihen oder zumindest versuchen zu kaufen, halt, ne? Fest verpflichten. Wäre schon wichtig, Alter, weil Damar und Scott, Alter, beide verdienen ausgeliehen. Absolute Leistungsträger bei mir. Also ich kann es nicht so gut beschreiben, aber auf der Website ist es perfekt beschrieben. Gut. Das war wieder so knapp, Alter. So eine Großchance wieder hier für die Kieler. Alter, nochmal sein Fuß dazwischen gewesen von Array. Wichtig, ganz wichtig. Wir dürfen das Game nicht verlieren. Kunze sehr gut. Ja, Neumann, sehr gut, Junge. Gib Stoff, Junge. Ah, wohin, Junge, wohin? Sander. Gut. Was macht die Noten eigentlich? Die Bewertung hier von den Spielern? Vielleicht nach einer mal Dings mal schaut mal reinnehmen, Alter. Das Spiel. Ey, Schiri.
Ja, sehr gut. Guck mal, Nils ist frei. Ja, aber es ist das alles zu kompliziert, Alter, hier. Kickste, 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 kickste. Oh, super, Junge. Eckball. Guck mal, Damar, Damar, Damar. Ich habe ihn deswegen so eingesetzt, weil seine Weitschüsse sind echt extrem gefährlich. Schieß, Bruder, schieß, mach alles. Ja, obwohl, wird das was? Schade. Weil bei Kopfbällen haben wir gar keine Chance im Strafraum. Die sind einfach viel zu gut dafür. Und die haben ihre auch größere Spieler als meine, ne? Aber für uns, ne? Gut. Magdeburg 3-0, Alter. Braunschweig kriegt ja richtig auf die Fresse. 0-3, Alter, Braunschweig, links, Magdeburg. Für Magdeburg. Ja, Lürs, sehr schön, aber trotzdem haben sie den Ball. Ecke, ne? Digga, geisteskrank, ja, das Game, ja. Es geht hin und her hier, hin und her. Ja, die pressen auch ziemlich hoch, Alter, ne? Hab nochmal genauer geschaut. Sogar drei Spiele fehlen, DFB-Pokal und zweimal Bundesliga. Hab immerhin besser als gar nichts zu haben, aber ich rede schon wieder viel zu viel darüber, sorry. Ja, ist alles gut, Digga, alles gut. Du störst doch damit niemanden. Alles gut, Digga, alles gut. Ach schon. Ja, aber trotzdem, ne? Haben wir immer noch deinen Spielstand gerettet, halt so, ne? Auch wenn da ein paar Spiele fehlen jetzt. Also auf jeden Fall besser, als wenn du jetzt komplett noch wieder neu anfängst, weißt du? Ah, schade. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was du da genau gemacht hast, so, weißt du? Ob du jetzt ein paar Sachen irgendwie vom Ort angelöscht hast, irgendwie und, keine Ahnung. Muss ich mal selber mal nachher mal gucken, ne? Was macht die Statistik hier? Ja. Nur noch 53% Ballbesitz für mich. Also ausgeglichen, ne? So ziemlich. Die lauern, Alter, die lauern immer wieder, ne? Tor für Kiel. Scheißen Dreck, ey.
Ey, wie hat denn Zieler den Ball nicht bekommen, Alter? Ich verstehe das nicht. Oh Gott, was macht der denn da, der Zieler? Was macht Zieler da? Den müsst ihr doch bekommen, Junge. Was ist los bei dir? Wie geht der denn zum Ball wieder? Jetzt haben wir den Salat. Auf dem dritten Platz. Jetzt sind wir auf dem dritten Platz. Junge, Junge, Junge. Gelbe Karte, ne? Ja, besser. Ja, die spielen aber auch ganz schön hart, die Kieler. Wie gesagt, am Ende der Dateien, Dokuments, dann auf Games, dann auf die nicht und den Dateien berichten auch. Ja, okay, gut. Ah, okay. Mehr fordern, Junge, mehr, los! Oh Gott, Alter, ich guck das mal an, Alter, wie das aussieht, ey. 59, 59, 60. Kannst jetzt schon langsam, ja, genau. Oh Gott, jetzt geht. Konter jetzt. Oh Gott. Oh Mann, ey. Also Besukov macht echt ein scheiß Spiel, Alter, muss ich sagen. Der muss auf jeden Fall gleich raus. Im Halbzeit, ne? Ja? Ja? Abseits! Schon wieder so eine abgefuckte Scheiße, Alter! Zeig mal her. Sieht man das noch? Nee, ne? Zeig da nicht nochmal. Ich hab's so richtig drauf mit den Abseits, ne? Abseiten. Ja, okay, jetzt haben die Zeit. Spielen sie jetzt auch schön auf Zeit und dies und das. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gleich was machen, ne? Eine Halbzeitpause. Oh Mann, ey. Vielleicht kann er nochmal Teuchert reinnehmen, ne? Oh, was für ein Pass! Was für ein Pass! Ja! Jawohl, Junge! Habt ihr diesen Pass gesehen, Junge? So spielt man! Jawohl! Digga, was ist das für ein Pass? Alter, geisteskrank, Mann! So, kommt mal wieder zurück. Na schön. Jetzt sind wir geil, wieder Zweiter. Geil, einfach geil! Ja. Jetzt sind wir wieder Zweiter. Nielsen, Alter, gut, gut, sehr gut, Junge. Ich habe schon überlegt, eben gerade ihn rauszunehmen, aber gut.
Ja, gut, Kasoldi. Er ist auch so ein Spieler, der auch den Ball auch so etwas länger halten kann, so, ne? Finde ich extrem geil bei ihm, ja, für seinen 19 Jahren Alter. Also wenn du einen Spieler brauchst, einen Spieler, der halt noch jung ist, ne, der auch viel drauf hat, Digga, bei Tresoldi machst du nichts falsch. Der Typ ist unnormal. Guck mal, der hat bei mir in 32 Spielen, ja, bisher 31 Spielen, hat er 16 Treffer gemacht, ne? Und Terode hat 17 Treffer. Er führt die Torschützenliste an. Ich bin der Zweiter. Ich will unbedingt, dass er noch Dings mit, Alter. Torschützen-Dings hier, König. Wenn es geht. Eine besondere Ehre für so einen 19-jährigen, Digga. Ey, was ist das denn? Er zieht doch am Trikot, Mann. Also Braunschweig nur noch 1-3. Ich finde das auch richtig geil, dass die anderen Ergebnisse mal so unten so eingeblendet werden, ne? Finde ich extrem geil. Super. Ah, gut. Wer war das? Max, ne? Besukov. Schöner Versuch. Foul? Was für ein Foul denn? Oh, Standards sind die gut? Habe ich... Alter, raus. Gut. Ja, gut. Was macht er jetzt? Ey. Warum spielst du nach hinten, Junge? Ey, warum spielst du nach hinten? Ich verstehe das nicht, Alter. Das ist ein ziemlich offenes Spiel, ne? Ja, gut. Also ich hole, glaube ich, da mal raus gleich. Ich hole gleich Teuchert rein. Teuchert als Konterspieler, Digga. Seine Fähigkeiten werden gebraucht jetzt. Eieieiei. Alter, Digga, was für eine Möglichkeit wieder für die Kieler. Wohin? Ja, gut aufgepasst, Alter, von Köhn. Jetzt mal, vielleicht mal kontern, Junge. Er spielt auch nach hinten, ja. Er spielt einfach auch nach hinten, ja. Geht mir sowas von auf den Sack, Alter, dieses nach hinten spielen. Kunze, ja oder so, Neumann. Der absolute Wahnsinn. Jawohl. Ja. Raus mit euch, zeigt den Fans den Eintritt. Ja, wir schulden dem Eintritt nach dem letzten Spiel noch etwas. Ich freue mich selber über das. Ja,
Was nehmen wir jetzt, ne? Ja, gut. Hat noch. Ja, gut, okay. Hat noch einigermaßen gut funktioniert. So. Warum hohe Flanken? Ich sage immer wieder flache Flanken. Vielleicht auch geduldig spielen, Alter. Schießen aus freier Bahn, Alter. Bei freier Bahn, die kann man auch mal machen, ne? Gegenpressen hat jetzt nicht so funktioniert, würde ich meinen. Neu formieren. So, mehr aufrücken. Gut. Das lassen wir erstmal so. Ja. Also ich warte mal bei Damar mal ab, was er so macht noch bis zum 60. Minute irgendwie sowas und dann nehme ich Dings raus. Dann nehme ich ihn auf jeden Fall raus für Dings Teuchert. Weil er ist ein Konterspieler, ne? Ja, normal, Bruder, ne? Also du musst ja einen Einfluss nehmen als Trainer, ne? In das Spiel so, ne? Ja, sowas liebe ich ja, ne? Das ist genau mein Ding. Fessoldi bleibt auf jeden Fall drin. Was macht Leopold? Was hat er für eine Note? 6,60? Das ist auch jetzt nicht so, ne? Vielleicht Fabian Kunze mal rausnehmen nachher. Max Bissokopf runterstellen auf Kunzes Position. Warte mal, vielleicht kann man das ja machen, Alter. Und der spielt ja unterirdisch gerade momentan, ne? Also nehmen wir mal Dings Bissokopf rein. Dann nehmen wir Kunze. Genau, da mal auf seine Kunze. Und ich nehme jetzt mal Dings rein hier, Teuchert. Genau, Teuchert wechsle ich dann mit Dings aus. Mit Nielsen. Was war das jetzt? Teuchert, ne? Ja. Stoßstimm hängende Spitze. Gut. Aber man kann ja auch Dings machen eigentlich, so, ne, bei ihm, so, ne? Er ist auch ein Stoßstürmer, ne? Da fühlt er sich am wohlsten, glaube ich, ne, tatsächlich, ne? Obwohl, scheiß drauf, Digga, komm. Hängende Spitze passt schon gut. Hängende Spitze. Was mit ihm hier? Gut. So lassen wir das erstmal, ne? Wir haben einen guten Konterspieler auf jeden Fall namens Teuchert und der soll es mal richten. Vielleicht nehme ich auch noch mal gleich mal Lürs mal raus und packe Neumann auf seine Position, nämlich, und Moroja wieder rein, ne? Moroja. Er hat ja Sprint von 16, Alter. Der dreht durch beim Rennen. So richtige Bulle, Alter. Ja, gut. Zieh durch jetzt. Das meine ich ja mal. Jetzt wieder umdrehen, zurückpassen und. Eckball. Schade.
Und der Dings, ne, bei dem jetzt FM25, jetzt was jetzt jetzt September oder November rauskommen soll, ne? Da soll es ja also einiges geändert werden jetzt, ne? Auch mit neuer Engine sowas halt, ne? Auch unter anderem auch das 3D-Spiel, ne? Also das 3D-Spiel, so wie wir das jetzt kennen, das wird jetzt verabschiedet auf jeden Fall und das soll ja komplett mal nochmal neu aufgelegt werden, ne? Richtig geil, darauf freue ich mich natürlich, so, ne? Als Fan so eines Dings, 3D-Spiel zum Beispiel, so, ich gucke ja meine Spiele immer meistens immer 3D. Es allerdings, ne, auch allerdings Freundschaftsspiele, dann lasse ich das mal so schnell mal durch. Nur wichtigen, die Highlights, ne? Ansonsten, ja, ziehe ich mir eigentlich alle Spiele eigentlich in den 3D-Modus rein. Ich liebe das halt, dieses 3D-Modus, das ist genau mein Ding, ey. Guck mal, jetzt ist der Bäcker wieder allein da oben. Okay, gut, König ist wieder da. Damals habe ich deswegen drinnen gelassen, auf jeden Fall, obwohl er so schlecht war. Wegen seiner Weitschüssen. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel so Dings, ne, enden wird. Wenn jetzt auf einmal Dings wieder Dings hier so Kiel nochmal wieder vorne nachlegen sollte, dann kann ich ihn wenigstens noch wieder nach vorne positionieren, halt, ne, für die letzten Minuten nochmal so, wegen seiner Weitschüssen gerade. Deswegen. Weil Kunze kannst du immer so schnell, den Sechser kannst du immer schnell ersetzen, halt, ne? Durch andere Spieler. Das tut jetzt nicht so weh. Und der hat auch einige Tore geschossen aus der zweiten Reihe auf jeden Fall schon, ne, in dieser Saison. Damals. Jetzt ist er momentan so ein bisschen außer Form, weil er 5 bis 6, 7 Wochen irgendwie so weit weg war, verletzungsbedingt. Er hat ja fast kaum Spielpraxis halt, ne? Und den brauchen wir halt für die letzten Spiele halt, ne? Und wie gewinnt er an Spielpraxis? Er muss spielen, 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 spielen. Gelbe Karte oder was? Ja, der ist auch unterirdisch, eine 6,5 Bewertung. Den werden wir auf jeden Fall gleich nochmal rausnehmen, ne? Ich sag mal, in der 60. so in 10 Minuten, dass sie nochmal spielen. Weil Moroja ist auch, Ding ist auch ein Stammspieler übrigens von mir. Der war auch ziemlich lange weg, ne? 6, 7 Wochen, irgendwie sowas. Der braucht auch Spielpraxis und der kann leider nicht 90 Minuten spielen. Nur, glaube ich, 45 Minuten. Und der wird gleich reinkommen. Für Lewis. Ah, Digga. Ja, gut. Jetzt gibt's Stoff. Ah, Digga, damals. Also vor dem Spiel hat er allerdings gehabt, ne, 53% Spielpraxis. Jetzt hat er wieder 59. Wenn wir den mal wenigstens mal auf 80 mal bekommen könnten. Je mehr, desto besser natürlich. Ja, ich komme jetzt. Ah. Die pressen, ne? Die pressen tatsächlich, ne? Die lauern auf Fehler. Ja, gut, Alter. Nochmal gut stark den Zug erobert den Ball. Guck mal, Teuchert. Na gut, er ist auch schnell, ne? Schiri, ey, mal ehrlich. Nicht Siri, ich meine Schiri. Immer wieder geht man Siri an. Letzte Mahnung, Rote.
Ne Postbote. Ja, gut. Schade. Ah, Digga, das ist ja furchtbar. Ich hab's mir ein wenig eingewöhnt, ne, geschafft, irgendwie so Dings Referee zu sagen, weißt du? Bei Referee reagiert mein Handy nicht, mein Smartphone. Immer bei, wenn ich sage Schiri. Schiri. Ja, jetzt geht er wieder. Oha. Da mal nochmal mit der Position. Ja, Schiedsrichter, ja. Magdeburg 4-1 gegen Braunschweig übrigens. Ja, gut. Eckball oder was? Ja, ja. Schiedsrichter. 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 Nee. Bleibt aus. Bleibt aus. Jetzt haben wir mal gleich so eine Druckphase, ne? So, Becker geht raus. Dafür kommt Sterner rein. Steiner, Sterner. Sterner. Gut. Oh, wenn die Bälle so flach reinkommen, den 16er bei uns, ne? Ich krieg da immer so Paranoia, Digga. Neumann, Alter. Aber Nielsen, gut aufgepasst, Alter. Jetzt Gegenangriff. Kühn, gib Stoff, Junge. So, jetzt machen wir mal Dings. Nehmen wir mal Lürs mal raus. Für Moroja. Boah, knapp, Alter, von Leopold nochmal gut versucht. Guter Versuch. Moroja mit Neumann wechseln auf jeden Fall. Genau. Warte mal kurz mal links hier pausieren. Ja. Wie sind seine Stats jetzt nochmal kurz mal gucken, Alter, kann er. Tackling passen, Flanken 12, Dribblings. Der Typ ist so schnell, Alter, 16. Passen war 12, ne, bei ihm, ne? Schießen war auch kacke, ne, bei ihm, ne? Ja.
Wir brauchen jetzt im Rohjahr Schnelligkeit. Na gut, das reicht erstmal, ne, glaube ich mal. Enger stehen, Spiel breit machen. Oh, 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 wieder ein Paradealter von Cena. Alter, was für eine Parade, ne? Also Kiel hat hier seine Chancen, ne? Kiel hat auf jeden Fall seine Chancen, ja, in Führung zu gehen. Ja, nee, hat er nicht. Schade. Einen wunderschönen Grüß hier, mein Lieber. Wenn Transferfenster geschlossen ist, kann man trotzdem Spieler auf den Markt legen. Braunschweig nur noch 2 zu 4 gegen Magdeburg. Okay, danke für die Info. Wir müssen hier gleich nochmal gucken, Alter, wegen der nächsten Saison, Alter. Es sind ja noch 2 Spieltage nach dem. Da sind wir durch hier. Ja. Ja, das geht. Stoni! Das geht, das geht. Ich konnte ja auch hier machen. Könnt ihr auch machen. Ach, Dürger, alles gut, ja? Was geht bei dir so ab? Mit Fiebern hier, mit 96, Digga. Die letzten 3 Spiele. Ich will unbedingt aufsteigen. Ich will aufsteigen, Digga. Und die 3 letzten Spiele sind sehr, sehr wichtig. Aber wir spielen gerade gegen den Tabellenvierten. Und wenn die nämlich gewinnen, haben wir nämlich mit ihrem Punkt gleich. Oh ja. Ah ja, morgen mache ich auch Dings Jujo wieder, ja? Morgen. Morgen übermorgen, ne? Jujo-Tag. Ne, heute nicht, Digga, heute nicht. Aber morgen übermorgen. Auf jeden Fall safe. Wo kann man die Spieler verkaufen? Schon lange nicht mehr gespielt. Du musst ja auf die Spieler gehen, ne? Auf die Dings, ne? Wenn du auf die Spieler Dings drauf gehst, auf sein Profil, da steht ja Dings. Auf Dings. Transferfenster oder sowas halt so legen, irgendwie sowas, ne? Ja, Mann. Digga, das bockt gerade momentan sowas von. Und deswegen, Alter, heute nur Dings, Alter. Manager. Ja, Mann. Ich habe auch was anzukündigen auch morgen, ne? Unter anderem auch sowas, ne? Wenn wir ein bisschen mehr Leute sind, auf jeden Fall. Du weißt, die Yu-Gi-Oh! Community ist ja etwas größer. Bei mir zurzeit. Da möchte ich so einige Sachen, also einige Sachen auf jeden Fall nochmal loswerden. Die Bombe platzen lassen. Die Checker, die richtigen Checker unter uns, die werden ja schon wahrscheinlich schon heute wissen, was morgen angekündigt wird. Ja! Oh! Es muss doch so ein geiler Pass. Nee, auf die 1 schaffen wir nicht mehr. Hamburg ist leider Erster geworden und die sind jetzt schon bereits aufgestiegen.
Die kann ich jetzt nicht mal leider einholen, aber der zweite Platz, ne? Darauf schiele ich. Ja, geh doch mal auf mein Profil drauf. Geh doch mal auf mein Profil drauf. Oder du siehst das ja schon auf meinen Dings. Auf meinem Status. Status, siehst du das schon? Was abgeht. Ja, was Gutes, ne? Na klar ist das was Gutes. Heißt das via Transferroom? Bruder, ich hab selber noch keine Spieler irgendwie auf dem Transferliste so gepackt. Ich habe das immer machen lassen von meinem Assistenten, weißt du? Mein Assistent hat das immer so für mich gemacht. Also selber auf die Dings. Vielleicht weiß Dings ja, Joka, ja, Joka? Ja, mein Profil, ja? Guck mal, du siehst doch nicht meinen Status? Nur noch 3 Spieltage, es wird eng, Aufstieg ja oder nein? Was steht dahinter noch? Geht da noch weiter? Oh oh. Klasmo? Wenn es gut läuft, neuer Partner, ja? Ja. Ich wollte schon letztes Jahr oder vor 2 Jahren wollte ich schon in die Partnerschaft mit denen gehen, eigentlich so, ne? War, da hatte ich damals weniger Zuschauer und weniger Dings Followerzahl auf jeden Fall. Und jetzt haben sie mir die Möglichkeit gegeben, auf jeden Fall jetzt in den Partner Dings in Kooperation zu gehen. Aber, wir wollen erstmal so einen Monat mal testen, wie das so ankommt bei euch, bei der Community hier. Und je nachdem, wie das Angebot bei euch ankommt. Ja, abseits, ja. Ja, danke schön. Noch habe ich ja nichts gewonnen halt, ne? Tatsächlich, ne? Die wollen einfach nur wissen, ob ich durch meinen Code mit Captain Ozzy 20, also mit Ozzy 20, so auch Dings generiere halt, ne? Verkäufe oder Verkäufer, Dings Verkäufe generiere deswegen. Also man bekommt auf jeden Fall auf der Seite jetzt für eure Erstbestellung kriegt ihr auf jeden Fall 20% vergünstigt auf jeden Fall den Rabatt. Das muss auf jeden Fall so eine Herstellung, so ein Unternehmen, so ein junges Unternehmen noch, was seit 2021 gibt. 3 Jahre, ne? Die stellen Dings hier Pulver her, ne? Energy Pulver so halt, ne? Kennt ihr da, ne? Auch von anderen Herstellern. Und ich trinke ja auch so viel, muss ich auch leider Gottes auch sagen, ich trinke ja viel Energy bei mir im Stream. Habt ihr vielleicht mal schon gesehen, ne? Ich trinke ja so viele Monsterdosen halt so, ne? Das ist ja halt so ungesund, ne? Jeder weiß ungesund. Ey, das ist gefährlich, Digga, was wir hier machen, Alter. Und ich möchte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte auch von der Kacke irgendwie so wegkommen, so weißt du, von so ungesunden Sachen. Und hab da mal ein bisschen googelt und sowas halt so, ne? Und es gibt ja tatsächlich auch so Dings, andere verschiedene so Varianten auch von Energy Drinks. Zum Beispiel auch von so einem Pulver. Und das ist ja richtig, allerdings ist ja nichts Ungesundes. Ja, das Gegenteil. Und dazu habe ich auch noch was vorbereitet natürlich so, ne? Für die Leute, die gesund leben. Ja, ist so. Dann mach lieber Dings Werbung, Digga. Du weißt ja, Dings. Ich habe ja damit auch so ungewollt auch Werbung gemacht für Monster im Stream. Jeder hat das ja gesehen. Aber jetzt, Dings, mache ich lieber Dings für einen zukünftigen potenziellen Partner, lieber so eine Werbung halt. So eine, er hat was davon, ich habe was davon. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, gut. Ich verabschiede mich mal, ich drücke die weiterhin drauf. Danke, mein Lieber, dankeschön. Man sieht sich auf jeden Fall, habt noch einen schönen Tag. Hitpep, dankeschön für deinen Follow, mein Lieber. Seit 7 Minuten, ich habe das gar nicht mitbekommen. Dankeschön. Aber wie es gleich aussieht, muss ich dann auch gleich ein paar Spieler mal so versuchen, mal auf die Transferliste zu packen.
Wir sind ja schon fast am Ende, ne? Der Saison. Beste, ja. Ich trinke immer Eistee und seit Jahren. Ja, man muss auch sagen, tatsächlich, die haben ja nicht nur Energy Drinks im Angebot, die haben ja auch zum Beispiel auch Eistee auch im Angebot. Auch, oder Milchshakes zum Beispiel. Sowas haben sie auch, ne? Aber das Hauptprodukt ist auf jeden Fall die Energy Drinks. Und die Hauptartikel, ne? Ja, drück mal auf die Daumen, Digga. Sehr gut, Leopold. Also wir leben auf jeden Fall sehr, sehr dingsgefährlich hier. Jetzt aber vielleicht mal jetzt. Nils, ja, komm, Junge. Ich wusste, dass er den Ball verliert. Ich wusste. So, von damals kommt nichts mehr, Digga. Der ist tot. So, kurz mal warten, Pause hier, pausieren. Ich überlege jetzt gerade, Damar für Leopold rein. Und Louis Schaub nehme ich rein zu nehmen jetzt für Dings. Für Leopold. Ich brauche jetzt auch seine Dings, genialen Moment von ihm, Alter. Warte mal, kann er schießen eigentlich? Was macht er hier so? Ballannahme 14, Technik 16, Weitschüsse sind okay. Freistöße, Dribblings, da kann ja richtig viel gut drinnen. Ja, danke dir, Digga. Danke dir schön, danke schön. Morgen auf jeden Fall, ja. Dribbeln, Position verlassen kannst du auch mal gerne mal. Gut, Damar fühlt sich ja nicht so gut. Was macht er hier? Zentraler Mittelfeldspieler. Gut, das können wir so machen, Digga. So. Ich hoffe mal, dass wir kein Eigentor schießen jetzt, Alter, durch die Einwechslung. Und viel Erfolg noch Hannover auf die 1. Ja, Mensch, 1 schaffen wir nicht mehr, Digga. Ich habe keine Möglichkeit mehr, auf den ersten Platz zu kommen. Das ist schon bereits Hamburg. Enzo. Boah, Bruder, lass nicht schießen. Ja, ja, die allerdings pressen mich richtig heftig, Alter, an. Guck das mal an, du. Die brauchen das Tor, ne? Die brauchen das Tor. Ich ja nicht. Ich brauche ja das Tor nicht. Schön wäre es natürlich, wenn wir gewinnen. Weil dann muss ich die nächsten beiden Spiele auf jeden Fall dann gewinnen, halt, ne? Gegen Braunschweig und gegen Wiesbaden. So könnte ich mir zum Beispiel eventuell noch eine Unentschieden leisten, ne? Wenn wir nochmal gewinnen würden jetzt, ne? Gleich kommen die Räume aber, ne? Die machen gleich die Räume schön auf. Spielen offensiver. Da müssen wir natürlich zuschlagen.
Ah, Junge. Du Depp, Alter. Ich hab dich reingenommen, Alter, damit du mal Konter spielen machst. Konters. Ja, Teucher ist auch schon tot. Eingewechselt, jetzt immer noch tot. Eieiei, was für eine Druckphase jetzt. Boah, Junge, Eckball. Super, Moroja, super. Oh, Kiel drückt. Wir müssen ja mal jetzt mal langsam mal die Chance mal links nutzen, Alter. Ja, nach vorne mal jetzt. Zu kontern, Alter. Einmal so einen genialen Moment, Alter, von Schaub. Ja, gut, mal jetzt. Endlich mal. Nielsen. Ja, gut. Ja. Nach oben. Ah, da war es doch, Alter. Einfach mal den Ball, mal den Fuß mal dazwischen, Junge. Ah, gut, aber dass wir den Ball noch weiterhin noch haben. Mist, ey. Wie gesagt, ne, Thiel braucht unbedingt den Sieg, um da oben mitzuspielen. Ach, die brauchen den Sieg, ich nicht. Ich kann auch ruhig mit einem Leben, halt, mit einem Unentschieden nehmen. Aber dann wäre ich dann punktgleich mit Paderborn auf dem zweiten Platz. Spiel mit dem Feuer, ne? Wenn ich jetzt verlieren würde, Kiel gewinnt, dann bin ich auf dem dritten Platz. Dann verliere ich den zweiten Platz. Ganz, ganz, ganz wichtig. Oh, Digga, macht ihr den noch? Oh, meine Fresse, Teuchert, Junge.
Oh Gott, ey. So. Oh, Digga, schon wieder so ein Ding, ey. Ah, schaut, Junge. Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Sorry, das Internet ist gerade bei mir flöten gegangen. Mein Router hat sich nämlich neu gestartet. Er hat irgendwie ein Update irgendwie so schnell mal hochgeladen, glaube ich, irgendwie sowas aktualisiert. Jetzt sind wir wieder da, Leute. Sorry. Das Internetproblem hier gehabt. Aber ihr habt nichts verpasst. Ihr habt nichts verpasst. Steht immer noch 1:1. Wie sieht's aus, die Statistik hier? Ja, fast identisch. Jetzt endlich mal so ein Konter, mal so einen vernünftigen Konter, Digga. Eckball. Wie viele Ecken haben wir schon? 9 Ecken, nee, waren 11 Ecken schon, Alter. Ja, die sind gut, ne? Allerdings Eckball verteidigen. Die Kina. Na gut, jetzt ist dieser Makino oder da, dieser Typ, der Japaner. Kurz spielen. Jetzt geht's wieder los hier, Konter. Drei Minuten offiziell noch. Das ist unglaublich, ne? Drei Spieler gehen zu einem Ball, Alter. Jetzt mal Teuchert. Oder so. Ja, lass doch den Ball einfach zum Moroja, Junge. Das ist unglaublich, diese Chanceverwertung, ne? Eckball. So, ich bin jetzt nicht der Freund eigentlich vom Zeitspiel. Was macht er da? Jetzt! Ja! Oh! Jawohl, Junge! Köhn, abgefälscht, Teuchert mit dem Ball, mit dem Kopf, zack. Da steht da mal, denkst du, genau auf der richtigen, links, der richtigen Stelle. Boah, wichtig, wichtig, mega wichtig. Jawohl. Endlich mal. Eine Ecke mal gut ausgenutzt.
Somit sind wir wieder 2 Punkte vor Paderborn auf dem 2. Platz. Wichtig. Jetzt. Teuchert nochmal, Alter. In der 89. Teuchert nochmal. Gut. Obwohl ich eingestellt habe, ne, dass ich nicht auf Zeitspiel machen möchte, sondern machen sie trotzdem ihr Zeitspiel. Ganz komisch, Alter. Oh, bloß den Ball jetzt nicht verlieren da, ne? Lieber so, als irgendwie den Ball zu verlieren. Das, genau das meine ich ja. Er spielt ja den Ball aus. Neumann tot. Array tot. Köhn tot, Alter. Teuchert tot. Nielsen ist tot. Ja, gut, gut. Ich glaube, die Sache ist durch. Die Sache ist durch. Die Luft ist auch bei den Kindern raus. Warum, Alter? Warum? Ja, okay, jetzt wird es sogar für Schalke sogar noch sehr eng, ne? Also 4 Punkte. Auf Paderborn. Ja, okay, für Kiel auch natürlich. Müssen beide Spiele gewinnen. Und Paderborn gleichzeitig gewinnen, beide verlieren, ne? Tatsächlich. Ja, das schaffen sie nicht, oder? Nee. Ich glaube nicht mehr. Dafür sind die einfach zu stark, Paderborner. 2-1 gegen Hamburg gewonnen, ne? Auch, übrigens. Mann, das war super wichtig, Alter, dass wir das Spiel hier gewinnen. Vielleicht nochmal links, Alter, so ein Tresoldi nochmal, so ein Tor, Alter, wegen Torschützenliste. Torschützenkönig. Ein Tor braucht er noch bis Terode. Was machst du jetzt da, Schau? Die nächsten beiden Elfer werde ich auf jeden Fall nicht schießen lassen, ne? Tresoldi, als wir Elfer bekommen sollten. Jetzt gehen sie wieder, jetzt gehen sie wieder, Kiel. Jetzt kommt Kiel nochmal. Gut.
Sehr schön. Ja, durch, durch. Ein paar Sekunden noch. Eine Sense, finito. Jetzt kommst du noch einmal, Alter, noch einmal kommst du noch mal hier. Ah, gut.